Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen leckeren schwäbischen Zwiebelkuchen und wie du das Ganze nachmachen kannst, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Heute mache ich einen schwäbischen Zwiebelkuchen. Dazu brauchen wir Zwiebeln, die habe ich schon mal vorher geschält. Dann Eier, Sahne, Salz, Pfeffer, Muskat und etwas Butter, um die Zwiebel nachher anzuschwitzen. Als erstes mache ich die Royale, indem ich die Sahne und die Eier mit Gewürzen verquirl. Dazu kommen die Eier und die Sahne einfach in eine Schüssel. Ein bisschen Pfeffer, Salz und Muskat dazu. Dann vermische ich das Ganze. Ganze abschmecken. Es soll auf jeden Fall sehr kräftig gewürzt sein, da in den Zwiebeln ja nachher nicht viel Gewürz drin ist. Das Ganze stelle ich jetzt erstmal zur Seite und mache mit den Zwiebeln weiter. Die Zwiebeln schneide ich einfach in feine Würfel. Wenn die Zwiebeln geschnitten sind, löst man die Butter auf und macht die Zwiebeln dazu. Dann gibt man ein bisschen Salz dazu. Die Zwiebeln recht farblos anschwitzen. Wenn sie etwas Farbe bekommen, ist das auch kein Problem. Ebenfalls benötigen wir noch einen Hefeteig. Ich habe den jetzt selber gemacht. Das Rezept verlinke ich unten in der Beschreibung, aber man kann natürlich auch einen gekauften nehmen. Ich habe mir hier schon ein Backblech vorbereitet, das ich mit Trennspray besprüht habe und mit Mehl eingemehlt habe. So, jetzt versuchen, dass der Teig hier leicht über die Kanten geht. Möglichst sollte er nicht reißen. Ich habe den Teig jetzt ausgerollt und aufs Blech gemacht und dann leicht angebacken. So sehen die Zwiebeln dann aus, nachdem ich sie angedünstet habe. Die verteile ich jetzt einfach auf dem Teig. Jetzt kommt die Royale drüber und dann kommt einfach alles auf den Pelletgrill. Das kommt jetzt auf den Pelletgrill bei 200 Grad für ca. 35-40 Minuten. So sieht das Ganze jetzt nach ungefähr 15 Minuten aus. Ich drehe das Blech jetzt einmal. So sieht das Ganze nach 35 Minuten aus. Ich
werde es jetzt runternehmen. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, abonniere den Kanal, bis zum nächsten Mal.